Heilsein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rex-Najuch. Heute möchte ich mich gerne mit dem Thema des Nichtwissens auseinandersetzen. Oder ich möchte dich dazu bringen, dass du es dir anschaust. Ich glaube, es gibt kaum eine Zeit, in der wir so viel darüber lernen konnten, was es bedeutet, etwas nicht zu wissen, wie die letzten 2 Jahre. Und die meisten von uns, glaube ich, werden Nichtwissen als einen unangenehmen Zustand empfinden. Ein früher sehr kleines Mädchen sagte mir mal, weißt du, das weiß ich noch nicht und das muss ich auch nicht wissen. Und diese Unterscheidung hat mir einfach gut gefallen. So dieses, ich weiß es noch nicht und ich muss es auch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe dann mal eine Weile geübt, mich so zu verhalten und immer wieder bei meinem ständigen Wissenshunger zu schauen, muss ich das wirklich jetzt wissen oder kann ich aushalten, es nicht zu wissen? Und dann etablierte sich daraus das Wort Nichtwissen, ein Wort, Nichtwissen. Also zusammengeschrieben. Und ich stellte zu meinem Erstaunen fest, dass es im Duden dieses Wort als Wort gibt. Das heißt, es gibt eine Kultur des Nichtwissens, eine Kultur, die sagt, ich habe kein Rezept für dich. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß keine Lösung. Aber, und dieses Aber ist wirklich entscheidend, ich weiß, dass es eine Lösung gibt, auch wenn ich sie nicht kenne. Ich weiß, dass es etwas geben wird, was vorwärts treibt. Es wird etwas geben, was eine Lösung sein kann. Vielleicht kann sich daraus sogar ein Rezept entwickeln. Und daraus ist dann irgendwann in mir die Erkenntnis gewachsen, im Grunde, wenn ich Menschen begegne und ich kein Rezept habe und wenn ich nichts weiß, sondern hauptsächlich da bin und offen, dann wird es die heilsamsten und schönsten Begegnungen geben können, weil ich sie nicht durch Urteile oder Lebenskonzepte verpasse. Und ich glaube, darum geht es im Leben, dass man möglichst wenig verpasst von dem, was eigentlich da ist. Und mein Eindruck ist, und das führt mich wieder in dieses gesellschaftliche Denken zurück, wenn wir nicht aushalten lernen können, dass Nichtwissen ein wesentlicher Beitrag für Entwicklung ist, dann werden wir immer dazu beitragen, dass wir eine Zukunft erschaffen, die schlechter ist, als sie sein könnte.